Ich bin Konstantin Kirsch, beschäftige mich seit knapp 30 Jahren mit Permakultur und habe dabei auch gemerkt, dass es sehr, sehr großes Thema ist, sehr, sehr vielfältig und nicht ist einfach nur Thema Gartenbau, sondern auch der Mensch. Und ganz konkret geht es jetzt nicht nur darum, dass ich was erzähle, sondern dass ihr es auch aufnehmen könnt. Und ihr habt jetzt schon so viel gehört und gesehen, deswegen bitte ich euch, ihr dürft natürlich auch sitzen bleiben, aber ich bitte euch, stellt euch mal kurz hin, schüttelt euch mal ganz kurz und dann ganz bewusst einatmen. Und wieder hinsetzen. Noch nicht zu Mittag. Ich habe die Einladung bekommen, einen gewissen hochmotivierten Spurt zum, ja, geistigen Spurt zur Mittagspause jetzt noch zu geben. Und zwar das Thema ökologischer Fußabdruck. Hat vielleicht schon jemand mal gehört, geht es nicht um die Fußgröße oder Schuhgröße. Das ist definiert als die Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Das hängt also am Lebensstil, am Lebensstandard, hängt es davon ab. Das schließt Flächen ein, die zur Produktion seiner Kleidung und Nahrung oder zur Bereitstellung von Energie, aber zum Beispiel auch zur Entsorgung oder Recycling des von ihm erzeugten Mülls benötigt wird. Ja, das ist mal so die Definition. Schauen wir mal, dass dieses Kabel da auch so geht. Und es gibt eine Webseite, foodprint-deutschland.de. Da kann man dann Fragen beantworten, wie groß das Haus und ob ich Auto fahre und wie viel und so weiter. Da kann man den quasi eigenen Fußabdruck zumindest in einer gewissen Annäherung berechnen. Und dabei, beim Durchklicken, ändert sich dann auch das Bild. Das sieht jetzt noch nach der Landschaft aus und dann plötzlich ändert sich das Bild. Je nachdem, was man dann angibt, ist die Landschaft plötzlich teilweise zugebaut. Das ist ein altes Bild von der Margaret Kennedy, 82 gemalt, wie heutzutage Lebensmittel produziert werden. Das ist quasi die Monokultur. Der Zeigestab ist nicht lang genug, aber ich mag keine Laserpointer, ich finde sowas viel besser. Also es ist da große Flächen und dann viel LKW-Transporte dazwischen. Viel Straßen, die nötig sind, Raffinerien, das ganze, ja, Öl und so weiter. Und wir haben aktuell, jetzt wird es spannend, in Deutschland einen ökologischen Fußabdruck im Durchschnitt von pro Person 4,5 Hektar. So viel Fläche haben wir gar nicht in Deutschland, wenn wir gesamten Einwohner von Deutschland mit der Fläche multiplizieren. Das heißt, unser Imperium verbrät woanders Flächen, woanders, wo Kleidung hergestellt wird und die Baumwolle wächst, die Ananasflächen sonst wo, aber auch die Raffinerien, die Erdölfelder und. 4,5 Hektar pro Mensch und ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, das ist ungefähr 1,5 bis 2 Fußballfelder groß, ein Hektar. Das ist dann schon ganz schön viel. In Deutschland beträgt die Biokapazität nur 2 Hektar. Das ist jetzt nicht die Dichte, wie viele Menschen hier pro Hektar leben. Biokapazität, das heißt so schön, Flächenbedarf für Ver- und Entsorgung einer Person bei aktueller Bewirtschaftungsweise. Bei einer anderen Bewirtschaftungsweise kann man diesen Wert verändern. Beispielsweise bei sehr hochproduktiver Permakultur-Bewirtschaftungsweise und kombiniertem sparsamen Lebensstil kann man diesen Wert sehr stark reduzieren. Das heißt, man braucht weniger Fläche, um einen Menschen mit Ver- und Entsorgung auf die Reihe zu kriegen. Und eine Familie mit 5 Menschen beansprucht derzeit mehr als 22 Hektar Fläche. Und wenn dann Menschen in der Stadt leben und sagen, ach, wie soll ich so dicht besiedeln? Dann sage ich, ja, aber du weißt gar nicht, wie viel Fläche woanders nötig ist, damit du da in deinem kleinen Zimmerchen leben kannst. Und das sich bewusst zu machen, wie viel Fläche das ist. Vorhin kam schon mal der Spruch mit dem Thema Anastasia, Landsitzsiedlung und 1 Hektar pro Familie. Da kriege ich oft die Frage, ja, woher soll denn die ganze Fläche kommen? Da sage ich, meine Güte, wie viel Fläche verbrätst du denn jetzt gerade? Wenn wir so weiterleben wie bisher, dann haben wir schon
jetzt quasi nicht mehr die Fläche. Wir haben ja jetzt schon, glaube ich, das dreifache Planetenmenge, die wir bräuchten, um den derzeitigen Lebensstil einigermaßen zeitlang weiterzuführen. Sorry, geht nicht. So, jetzt die Frage des Auswegs. Das ist ein spannendes Thema. Viele suchen nach Auswegen und ich habe jetzt auch ein paar Worte dabei, die im Widerspruch stehen zu manchen anderen Sehnsüchten, die hier in der Konferenz schon ausgesprochen wurden. Energiewende, politisch großes Thema, Photovoltaik. Ich finde, es ist interessanter, wenn wir was zu essen haben, als wenn wir Strom haben. Jetzt habe ich allerdings vor kurzem noch einen netten Spruch gehört gegen die von mir gar nicht so gern gesehenen hektarweise Photovoltaik auf den landwirtschaftlichen Flächen. Da hat eine Permakulturkollegin gesagt, ich finde diese Photovoltaikanlagen super, weil in 100 Jahren, wenn außenrum nur noch humusarme, tote, steinharte Wüste ist, ist unter den Photovoltaikzellen noch ein etwas Humus. Wenn also diese absurde Technik uns dann helfen kann, noch ein bisschen überleben zu können, nachdem wir sie abgebaut haben und die Sonne wiederum auf die Pflanzen scheint, anstatt durch die blaue Technik beleidigt zu werden, weil die Sonne will eigentlich auf die Lebewesen scheinen, dann kann als Brückentechnologie selbst die Photovoltaik noch Sinn machen. Ist nicht. Freie Energie, das ist so ein Ding mit unendlich und unbegrenzt. Da muss ich aus meinem tiefsten inneren Bedürfnis was dazu von meinen Gedanken vorlesen. Ein paar Fragen. Bei freier Energie wird oft auf Strom Bezug genommen. Wir brauchen aber tendenziell viel mehr Wärmeenergie als Strom. Brauchen die Menschen überhaupt Strom? Ja, Millionen ging es ohne. Nutzen die Menschen aktuell den Strom, der derzeit zur Verfügung gestellt wird, sinnvoll? Mit wenigen Ausnahmen mir nicht bekannt. Wie viel freie Energie darf eingesetzt werden, beziehungsweise freigesetzt werden, ohne den Planeten zu überhitzen? Wenn Sonne auf Wald scheint, kühlt der Wald die Energie ab. Wenn die Sonne auf Stadt scheint, wird die Stadt heißer, weil der Wald nicht abkühlt. Der Wald kühlt ab, speichert die Sonnenenergie ins Holz. Wenn das Holz wieder verbrannt wird, wird die gespeicherte Sonnenenergie wieder frei. Das ist ein Flussgleichgewicht. Die eingestrahlte Sonne und die Abwärme beim Verbrennen funktionieren. Wenn wir jetzt aus dem wie auch immer, dem kompletten Nichts plötzlich eine Kiste haben, da kommt Strom raus, damit wird Wärme gemacht. Und das ist nicht nur in einem Forschungslabor, sondern es wäre eine Massenbewegung. Und dann kommt noch so ein netter Spruch, naja, wir können doch die Technologie, die Bauweise, wie die Sonne als Reaktor funktioniert, hier auf der Erde machen. Dann sage ich, ja gut, dann hätten wir hier irgendwann auch eine Sonne. Das ist mir ein bisschen heiß unterm Hintern. Also heiße Kiste, sagen wir mal. Und dann jetzt, wie will man eine potenziell übermäßige Freisetzung von sogenannter freier Energie begrenzen, kontrollieren, verbieten? Das bräuchte einen Kontrollmechanismus, das wäre, naja, George Orwell würde sich freuen. Und dann noch, wieso wird freie Energie als umweltfreundlich dargestellt, ohne zu berücksichtigen, unter welchen Auswirkungen die Energieverbraucher hergestellt bzw. später entsorgt werden? Ich habe bei meinen jahrzehntelangen Gärteneinsätzen noch keinen einzigen Stromverbraucher irgendwo am Baum hängen sehen, den ich ernten könnte. Ich habe keinen gefunden, der sich selber repariert. Ich habe keinen gefunden, den ich kompostieren könnte. Und keinen gefunden, der sich selber vermehrt. Sorry, man kann sie nur kaufen, hergestellt aus Industrie, auf irgendwelchen Footprint-Flächen sonst wo. Aber nicht bei sich selber. Es ist ein bisschen ein hammerharter Standpunkt, aber man darf mal hinschauen. Und das fände ich wichtige Fragen, die man stellen sollte, anstatt dauernd nur über theoretische Machbarkeit zu fragen. Ich finde es viel interessanter, macht es denn Sinn, unabhängig davon, ob es gehen könnte? Und man muss nicht alles tun, was gehen kann. Ja, doch viel gewichtiger ist die Frage, wie sich die Menschheit entwickeln würde, wenn es denn solche Maschinen weit verbreitet im Einsatz gäbe. Ich erkenne, wenn ich in die Welt hinausschaue, Energiesüchtige, die möglichst bald geringere Kosten haben wollen für immer mehr Energiesuchtkonsum. Von Gesundung keine Spur. Zur Gesundheit einer Suchtkrankheit führt nach meiner Meinung der Weg über erstens Erkenntnis der eigenen Krankheit, zweitens Entziehungskur, drittens Enthaltsamkeit zum Suchtstoff, also Enthaltsamkeit vom Strom und erst danach, Punkt 4, kann man erwägen, in äußerst geringer Dosis mit dem Suchtstoff seinen Frieden zu finden und akzeptable Nutzung derart einzuführen, dass man mit dem Suchtstoff leben kann, ohne davon damit zugrunde zu gehen.
Ich habe lange überlegt, wie mache ich es mit dem Strom. Ich nutze ihn noch, auch zum Herstellen von so einer PowerPoint. Und ich komme zum Ergebnis, dass ich eine ganz kleine Menge von Photovoltaik nutze. Allerdings längerfristig darauf umsteigen werde, den Strom, den ich brauche, selber mit meiner eigenen Körperkraft herzustellen. Auf einen entsprechenden Art Home-Trainer mit Generatoranschluss. Weil dann fühle ich selber, wie viel Kraft, wie viel Essen, wie viel Schweiß. Und dann wird man automatisch sparsam, weil der Kreislauf ist so nah. Dann ist wirklich eine Kerze mal eine nette Sache. Mit Wachs von den eigenen Bienen und dem Docht von der Uferbepflanzung. Bei der entsprechenden Flatterbinse kann man nämlich innen drin den Docht rausernten. Aber jetzt geht's zu weit. Okay, also, nein. Venus-Projekt, noch mehr Technologie, vielleicht hat es schon jemand gehört. Das soll dann, also Venus-Projekt ist ganz, ganz viel, noch mehr Technik, noch mehr Technik. Aktuell neu irgendwo in Afrika soll Eco Atlantic City gebaut werden. Soll dann ungefähr so aussehen. Ist noch mehr Fortschritt, das heißt noch mehr weggeschritten von der Natur. Auch nicht. Bedingungsloses Grundeinkommen. Auch so ein heißes Thema. Noch mehr Abhängigkeit und Glauben aufs Thema dauernd nur Geld. Und wie kontrolliert man, wer jetzt schon Geld bekommen hat und nicht? Will da vielleicht dann noch jemand den Menschen einen Chip einjagen, damit man über den Chip genau weiß, wer hat schon sein bedingungsloses Grundeinkommen von diesem Monat bekommen oder nicht? Der Ausweg sieht nach meiner Meinung anders aus. Bedingungslose Grundausstattung. Ein Hektar Land für jeden. Unser Rezept, Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks auf 1 Hektar pro Mensch. Das heißt, eine Familie beansprucht dann nur noch 5 Hektar. Das sieht dann zum Beispiel so aus, die Landschaft. Aktuell mein Wohnzimmer. Fand ich bei der Meditation vorhin so ganz süß. Stellte den Garten vor und Wald und dann wechselte ins Wohnzimmer. Habe ich gedacht, ja, das Bild ändert sich gar nicht in meinem Kopf, weil das ist mein Wohnzimmer. Das war schon mein Hartmuthaus. Das habe ich auch mitgebracht, kann man nachher noch anfassen. Ein Stück einer gewachsenen, lebenden Holzwand. Im Laufe von ein paar Jahrzehnten wächst dann da auch ein Haus zusammen. Eine reiche Ernte haben wir auch. Und jetzt kommt die ganz spannende Frage. Das ist nämlich ganz, ganz tiefer religiöse, spirituelle Aspekt. Wo liegt die Quelle der Kraft, nach der man sich innerlich sehnt? Im Prinzip, simpel gesagt, in der modernen Welt, wo ist die Tanke? Wo kann ich aufladen? Wo kann ich tanken? Und das hängt am inneren Bild, am Wertemuster, am Sehnen, nach was man sich sehnt. Wo ist das, die Sehnsucht des Herzens? Wenn ich mir vorstelle, das Bild, eine Kirche, dass da in der Kirche ein Vermittler der göttlichen Botschaft spricht und die göttliche Botschaft ist per Definition die Quelle der Kraft, der Urkraft, der Schöpferkraft. Und ich brauche eine Kirche, um über den Vermittler der göttlichen Botschaft überhaupt mit der Quelle in Kontakt zu kommen. Ist das meine Tanke? Und die Kirche im Dorf ist im Prinzip das Ergebnis, beziehungsweise die Ursache dieser Vorstellung, dass man eine Kirche bräuchte, dass sich ein Dorf außenrum entwickelt, weil der Weg vom Garten, vom Bauernhof zur Kirche kurz sein sollte, wenn man da dauernd hin will, weil das die Quelle der Kraft ist. Dann baut sich um eine Kirche herum das Dorf auf. Wenn man sagt, wo ist denn meine Quelle der Kraft in Geld, Macht und Technik, dann baut sich um dieses Gedankengebilde herum die Sehnsucht nach einer Stadt als Siedlungsform. Wenn die Quelle der Kraft allerdings woanders liegt, und zwar in der Natur, und zwar, da liegt sie nämlich wirklich. Aber man muss auch so denken, dass man sie da sucht, wo man sie finden kann, und zwar direkt finden kann, ohne Vermittlung, dann entsteht als dazu passende Siedlungsform ein Waldgartendorf. Es bringt nämlich nichts, ein Waldgartendorf zu bauen als Stadtplaner und es gibt keine Menschen, die da drin leben können, weil sie anders denken. Dann entsteht sich schnell irgendwo ein Kirchenbauwerk oder dort doch eine Stadt und dann war es das mit der Idee. Wir müssen viel, viel tiefer und zwar nicht nur hier, auch hier und im Bauch reingehen. So, das ist meine Webadresse zum Thema, wo ich auch länger geschrieben habe. Dazu gibt es eine Broschüre, haben wir auch drüben am Infostand. Wer jetzt diesen Film nicht hier im Konferenzraum anschaut, sondern eventuell später, der kann diesen Leitbildtext auf der Webseite finden. Unter dem Punkt ganz oben in der Menüreihe steht Leitbild. So, man kann auch Modell bauen, wenn man jetzt
sagen kann, ich will anfangen, will nicht nur Webseiten lesen, will anfangen. Da gibt es ein schönes Projekt, das heißt Veda Elysia. Da kann man schon mal sagen, okay, ich fange an, mir zu überlegen, wie denn so ein Leben mit einem geringen Footprint und gleichzeitiger Lebensfülle und Qualität aussehen könnte. Dazu gibt es auch Flyer. Da gibt es auch ein Projekt, ein Hobbithaus zu bauen. Da gibt's, wir haben hier auch so einen kleinen Flyer-Footprint. Das ist auch drüben am Tisch zu sehen. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Entscheidung der Tat liegt bei jedem Einzelnen. Jeder darf auch untätig bleiben. Wir haben da völlige Freiheit. Und ich sage auch nicht, was ihr tun müsst. Ich gebe nur meine Erfahrung und Möglichkeiten. Ich empfehle, Bücher zu lesen. Meine Top-Empfehlung heißt Anastasia Buchserie. 10 Stück gibt es da mittlerweile. Was bitte? Kenne ich. Schön, bekannt, gut. So, dann gibt es vom Sepp Holzer, auch bekannt. Dann gibt es, jetzt finde ich nur gerade das eine Zettelchen nicht. Na, ich bin ja fast perfekt geordnet. Mal schauen, ob ich ihn noch finde. Gerade nicht. Dann gibt es einen Trick zum Selbermachen. Sucht nach diesem Buch die tätige Landlust im Internet und sucht nach der Empfehlung, die Beschreibung dieses Buches. Ihr lacht euch schlapp. Vielleicht finde ich es aber dann nachher noch. Mal schauen, egal. Und zwar ganz schön heißt so, das Leben in der Großstadt ähnelt dem Leben auf der Intensivstation. Der Komfort ist ähnlich, man wird mit diversen Kabeln versorgt, aber langsam regt sich die Landlust auf der Intensivstation. Und dann gibt es noch einen super Top-Tipp, Bücher aus dem Archiv, aus diversen Antiquariaten zu finden. Handbuch für bessere Zeiten, 2 verschiedene Stück. In den 80ern geschrieben von Rudolf Dörnach, nach meinem Empfinden noch nicht getoppt. Gibt es nicht mehr im Handel, aber eben bei eurobuch.com im Online-Antiquariat. So, damit haben wir den ersten Vortragsteil durch zum Thema ökologischer Fußabdruck.